beißender Gestank und ätzende Flüssigkeiten gehören für Rosalia Szabo zum Leben. Jeden Tag sucht die 65-Jährige auf der illegalen Mülldeponie am Rande von Türgu Mureș nach etwas, das sie verkaufen kann. Für Rosalia ist das eine ehrbare Arbeit und die einzige Chance zu überleben. Ihr Mann aber will nicht mit uns reden. Er schämt sich für das, was er tut. Es ist keine Schande zu arbeiten. Es ist eine Schande zu stehlen. Wir suchen hier nach Metall, um uns ein Stück Brot zu kaufen. Das ist keine Schande. Tausende Müllsammler wie Rosalia und ihr Mann verdienen sich auf solchen Deponien ihr Geld. Eigentlich dürfte es die in Rumänien gar nicht mehr geben, weil sie nicht dem Standard der Europäischen Union entsprechen. Doch in ganz Rumänien gibt es noch mehr als 60 solcher Deponien. János Máté, der Umweltbeauftragte der Region, warnt schon seit Jahren vor den Folgen der unkontrollierten Müllentsorgung. Ein Teil des Sickerwassers von dieser illegalen Deponie landet in einem Bach. Dann fließt es von dort direkt weiter in den Fluss Mureș. Deshalb haben wir Strafanzeige erstattet, wegen der Verseuchung des Flusses. Die Strafanzeige blieb ohne Erfolg. Der Stadt drohen aber hohe Geldstrafen aus Brüssel, wenn hier weiter Müll abgeladen wird. Bei unserem Besuch finden wir trotzdem frische Lkw-Spuren und offensichtlich vor kurzem illegal abgeladenen Müll. Offiziell soll das seit Monaten nicht mehr passiert sein. Wir versuchen, die Wachleute zur Rede zu stellen, doch die streiten alles ab. Mensch, das sind alte Säcke, die liegen dort seit langer Zeit. Glauben Sie mir, ich belüge Sie doch nicht. Die alte Deponie hatte die Stadt vor 3 Jahren ökologisch versiegelt und eine neue, EU-konforme Deponie gebaut. Die wurde aber 3 Jahre lang gar nicht benutzt. Angeblich scheiterte das am Kampf der Müllabfuhrfirmen um den lukrativen städtischen Vertrag. So blieb alles beim Alten und viele tausend Lkw-Ladungen Abfall landeten illegal unmittelbar neben der alten Deponie. Die Stadt Târgu Mureș schiebt die Verantwortung dafür von sich. Die Gesetze, die Bürokratie, Verträge wurden direkt zwischen den Ministerien abgeschlossen. Ohne die Lage vor Ort zu kennen, ohne die Gemeinden zu fragen, welche Probleme sie haben und welche Möglichkeiten sie zu lösen. Das hat das Müllproblem im ganzen Land erst verursacht. Die Bürger der Stadt sind solche Ausreden leid. Sie suchen selbst nach einer Lösung der Müllmisere und säubern das Ufer des Flusses auf eigene Faust. Die Fuhre, so versichern sie uns, bringen sie ordnungsgemäß in die neue Deponie. Denn viele sind fassungslos, dass ihr Land trotz der Milliarden an EU-Fördergeldern nicht in der Lage ist, das Müllproblem zu lösen. "30 Jahre nach der Wende sollten wir auf einem anderen Niveau sein. Es ist schön, dass die zivile Gesellschaft solche Aktionen organisiert. Aber diejenigen, die hier teilnehmen, sind normalerweise nicht die, die diesen Müll verursachen und für die illegalen Deponien verantwortlich sind. Die Behörden sollten sich hier endlich engagieren." Zwei, vielleicht 3 Euro werden Rosalia die Wertstoffe einbringen, die sie heute aus den illegalen Müllbergen geholt hat. Doch die soll es bald nicht mehr geben, Wenn alles in die neue Deponie gebracht wird. Rosalia aber macht das keine Sorgen. "Solche Müllhalden gibt es auch noch woanders. Nicht so groß, aber das ist in Ordnung." Dass Müllsammler wie Sie bald kein Auskommen mehr haben werden, können sich Rosalia und ihr Mann nicht vorstellen. Denn Müllberge, wie in Târgu Mureș, sagen sie, gäbe es in ganz Rumänien.